Es ist gut, dass die Große Koalition sich auf ein Lobbyregistergesetz geeinigt hat. Jetzt kommt es aber darauf an, das dann auch wirklich gut zu machen, dass wir ein solides Lobbyregister bekommen, was umfassende Transparenz über den Lobbyismus herstellt. Wichtig ist, dass das Lobbyregister nicht nur für das Parlament gilt, so wie es jetzt vorgesehen ist, sondern eben auch für die Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung, den Ministerien erfasst. Dort werden die allermeisten Gesetze geschrieben, dort werden wichtige Entscheidungen getroffen. Und das sollte dringend geändert werden, dass auch dieser Bereich der Lobbyarbeit gegenüber der Bundesregierung transparent und klar geregelt wird. Was wir auch im Gesetz jetzt noch für ein Problem haben, ist, dass Finanzangaben nicht verpflichtend gemacht werden müssen. Die Lobbyisten können sagen, ich verweigere diese Angaben. Das heißt also, wie viel gebe ich aus für die Lobbyarbeit, aber auch woher bekomme ich eigentlich meine Finanzierung, mein Geld. Das sollte offengelegt werden und auch dieser Punkt sollte geändert werden. Eine weitere Lücke ist auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie das dort gehandhabt wird, dass die Interessenvertreter, die Lobbyistinnen und Lobbyisten nicht ganz klar benennen müssen, worauf ihre Lobbyarbeit abzielt und mit welchen Maßnahmen, welchen Mitteln sie versuchen, ihre Ziele zu erreichen. Hier wird im Moment nur verlangt, dass allgemein ein Tätigkeitsbereich angegeben wird. Und das wäre im Sinne der Transparenz sehr viel besser, wenn so klar wie möglich gesagt werden müsste, ich ziele auf dieses Gesetz ab, das möchte ich beeinflussen, weil dann haben auch die Abgeordneten, die am Ende darüber entscheiden, einen wirklichen Überblick, wer arbeitet mit welchen Zielen, in wessen Auftrag daran, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Dazu braucht es klare Regeln und Sanktionen bei Verstößen. Das sieht das Gesetz auch schon vor. Hier wird es aber darauf ankommen, dass die Bundestagsverwaltung, die das Register führt, das auch vernünftig durchsetzt und umsetzt, diese Regeln. Und damit das gelingt, muss die Zivilgesellschaft weiter Druck machen auf diejenigen, die darüber entscheiden. Das heißt, die Große Koalition, die Abgeordneten, aber auch die Bundesregierung selber, damit wir ein gutes Register bekommen.